Ich heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen in unserer Backstube Las Palomas zu unserem nächsten Dinkel-Backprojekt. Und heute möchte ich mit euch machen ein St. Jakobsbrot, nenne ich das ganz gerne. Und zwar St. Jakob von Compostela oder Santiago de Compostela werden viele von euch kennen oder die Jakobswanderwege. Da gibt es ja ein großes Wandernetz durch ganz Europa durch bis halt kurz vor die portugiesische Grenze. Das sind tausende von Kilometern, der ja von vielen Menschen Jahr aus, Jahr ein gelaufen wird. Und Wanderer brauchen Kraft, brauchen gutes Brot auch. Und deswegen machen wir heute mal ein St. Jakobs Dinkelbrot. Und in dieses Dinkelbrot, da haben wir über unser Quellstück gleich mal schon einige Proteine mit eingebaut, um einfach ein bisschen mehr Energie ins Brot reinzubringen auf Basis von mehr Eiweiß und etwas weniger Kohlenhydrate. Und das fängt schon an mit unserem Quellstück. Das habe ich hier. Das ist gestern schon gemacht worden. Im Quellstück haben wir insgesamt verschiedene Saaten drin. Ich erkläre es vielleicht mal ganz kurz. Also ich zeige mal diese Sachen, die man nicht so alltäglich kennt. Da ist zum Beispiel hier dieses Presskuchenmehl drin auf Kürbisbasis. Das ist nichts anderes als das, was bei der Ölpressung der steirischen Kerne übrig bleibt. Das sind in der Regel dann feste Platten. Die werden gemahlen zu einem feinen Pulver, wie ihr hier seht. Und dieses Mehl hat unheimlich viel Geschmack von der vom Kürbiskern selbst und hat natürlich jede Menge Protein. Da sind etwa 50% Proteinanteil drin in diesem Mehl. Darüber hinaus haben wir ein Sojaschrot, das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Das ist praktisch entölte Sojabohnen geschrotet und die haben auch einen sehr hohen Eiweißanteil und geschmacklich sind sie so Richtung bohnig, nussig und bringen eigentlich einen ganz guten Geschmack und auch eine recht gute Feuchtigkeitsrückhaltefähigkeit. Also das heißt, wir haben gute Feuchte dann auch dadurch in der Krume drin. Wir haben gute steirische Kerne drin, also die grüne Ware, nicht diese hellgrünen aus China, sondern schon ordentliche gute Kerne, die auch Geschmack haben. Und wir haben die Flocken drin. Ich nehme hier immer ganz gerne einfach frisch geflockten Dinkel, den ich auf meiner Quetsche mache. Ihr könnt aber jede Dinkelflocke nehmen, die ihr im Handel bekommt. Wer mag, kann auch Dinkel-Malzflocken nehmen. Dann gibt das nochmal ein bisschen mehr von der Aromatik, ein bisschen mehr Richtung malzigen Geschmack ins Brot mit rein. Das Quellstück besteht darüber hinaus noch aus Sonnenblumenkernen, die jetzt hier drin sind, die kennt ja jeder, die brauche ich nicht zu erklären. Dann ist noch Leinsaat drin, ich habe Sesam drin und ich habe noch ein fermentiertes Malzmehl mit da drin, also das ist umgerechnet auf Mehl 1%. Das ist wieder unser fermentiertes Malz, in dem Fall hier von der Firma Aromatik, gibt es auch bei der Bindewaldmühle. Also es gibt verschiedene Händler, die diese fermentierte Roggenmalze haben, die würde ich empfehlen. Wenn ihr die nicht habt, dann nehmt normale, leicht färbende Malzmehle auf Basis Roggen oder Gerste. Das geht auch etwa nach Farbskala bis EBC 300, höchstens 400. Mehr werde ich nicht machen, sonst wird die Farbe zu intensiv und der Geschmack wird bitter. Ja, das hat wie gesagt jetzt eine Quellzeit gehabt von etwa 18 Stunden. Das kommt jetzt dann auch mit in den Teig rein. Ansonsten haben wir wieder drin unseren fermentierten Dinkel. Ich habe hier gestern dann einen Fermentteich wieder angesetzt, TA 200. Der hat ein pH jetzt auch ungefähr von 4,2. Ist auch 18 Stunden durchfermentiert, angesetzt bei 30 Grad Anfangstemperatur in der Thermobox, wie schon oft beschrieben. Praktisch die 18 Stunden vor sich hin fermentiert, wenn man so möchte, und hat einige Temperaturstufen durchlaufen und ist jetzt bei einer Temperatur von etwa 22 Grad angekommen. Das heißt, ich habe am Anfang die Milchsäure gemacht, in der Mitte habe ich die Hefe gemacht, am Ende habe ich noch ganz leichte Noten von Essigsäure mit drin in der kalten Phase und der kommt dann jetzt auch in den Teig und ich fange jetzt auch gleich mit dem Teig an und den geben wir dann mal hier in unsere an. Die Teigmenge habe ich
genau abgestimmt. Das gibt heute ein Fünftel des normalen Grundrezeptes. Und das habe ich also umgerechnet. Das originale Rezept auf Basis 10 Kilo Mehl ist wie immer dann beim Video verlinkt. So, unser Fermentteich. Dann nehme ich unser Wasser, das ist auch schon abgewogen. Das sind jetzt 1100 Gramm. Wir gehen so mit dem Teig ungefähr in eine Richtung ungefähr knappe TA 200, aber inklusive der Quellmenge, die auch die Saaten mit beinhaltet. Kleine Restmenge lasse ich mal zurück, dass wir nachher schauen, wie der Teig sich entwickelt von der Festigkeit hier. Das ist dann unser 630er Dinkelmehl, in dem Fall wieder Biosphäre-Dinkel von der Schwäbische Alb. Dann habe ich hier ein Dinkelmehl, Vollkornmehl, von dem bin ich jetzt heute ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist wiederum ein Dinkel-Integrale, eigentlich Vollkorn, den ich hier eben bei Lidl Spanien bekommen habe, wo ich schon mal erklärt habe, der kommt von einer spanischen Mühle aus Toledo und der ist mir zu hell. Da muss ich ganz klar sagen, mit dem, was ich unter Vollkorn verstehe, ist hier leider, da sind so ein bisschen Stippen drin, aber das ist für mich jetzt leider kein echtes Vollkornmehl mehr, aber ich habe dummerweise im Moment kein anderes hier zur Verfügung auf der Insel. Beim nächsten Mal schaue ich wieder, dass ich wieder Kleinpacken von Mercadona kriege. Das ist Vollkornmehl, also auch wieder Espelda Integrale von der Friesinger Mühle. Da weiß ich, das ist wirklich echtes Vollkornmehl. Also hier habe ich so, bin ich ein bisschen skeptisch. So, dann habe ich hier wieder wie üblich und Standard unseren Dinkel-Extrudat. Kennt jeder schon, ne? Ist praktisch funktionähnlich eines Quellmehles, ist praktisch ein vorvergleistertes Mehl, das halt in dem Fall über Extruder-Technologie hergestellt wird und eine große Kalkbindefähigkeit hat. Das hilft uns, die Teige stabil zu halten, macht die Teige, wie man, ich nenne immer das Wort stellig, also die Teige haben einen schönen Stand und die Frischhaltung wird auch mit positiv beeinflusst. Dann wie immer, wo ich fast nicht drauf verzichten kann, das sind die Psylliumfasern, unser Urdinkel S5, wie ich das nenne. Das sind praktisch Psylliumfasern, also mikrofein gemahlene Flohsamenschalen auf Aleuronmehl, also Randschichten-Dinkelmehl gemischt. Und das ist hier drin, ich muss gerade nochmal, weil ich die Rezeptur umgerechnet habe, da haben wir insgesamt 4% auf Mehl berechnet mit in der Rezeptur. Und die erlaubt uns natürlich dann auch diese exorbitante, hohe Teigausbeute, die aber wichtig ist, damit wir die Frischhaltung da reinpacken. Wenn wir die Wassermenge nicht drin haben, haben wir ein Brot, das nach einem Tag schon wieder trocken ist. Unsere Salzmenge berechnet auf 1,3% auf Masse. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unser Quirlstück. Das fermentierte Malz habe ich im Quellstück gleich mit eingeweicht, weil die fermentierten Malze sind gegenüber den gerösteten so ein bisschen leicht stippig. Das heißt, man sieht immer so ein bisschen kleine Pünktchen, wenn man ganz genau hinschaut. Und weil es eben nicht geröstet ist, sondern halt nur fermentiert ist. Und das macht aber überhaupt gar nichts. Und wenn ich das mit einweiche im Quellstück, dann sind diese Pünktchen komplett durch die Verquellung praktisch eliminiert. Also man sieht gar nichts mehr, hat aber diesen tollen, schönen, malzigen Geschmack da drin, ohne dass man eine Bitternote hat. So, ich schalte unseren Teig ein. Wie immer bei Dinkel, im Moment habe ich so Grundzeiten beim Kneten. Wir haben ja 100% Dinkel, den lassen wir jetzt etwa 14 Minuten langsam laufen und brauchen wahrscheinlich keinen zweiten Gang. Ich beurteile das immer so am Ende der Knetzeit, dann sehe ich, wie der Teig sich aufzieht in der Spirale und in der Regel reichen diese 14 Minuten im ersten Gang und so die Richtung würde ich euch empfehlen. Wenn ihr schnell kneten wollt, höchstens dann noch eine Minute.
Ich bin es noch mal schnell. Unsere Maschine läuft schon, der Kneter. Und ich muss gestehen, ich habe vorhin bei der Vorstellung vergessen, die Hefe. Gestern haben wir nämlich komplett ohne Backhefe gebacken, unser Roggenfermentbrot oder die, bei der letzten Teigbereitung. Und warum, weiß ich nicht, aber jeder Bäcker vergisst ja mal die Hefe. Mir ist es Gott sei Dank noch eingefallen. Und dann unsere 20 Gramm Hefe, das entspricht 1% auf Mehl, die mache ich jetzt dann noch rein in den Teig. Unsere 14 Minuten Knetzeit sind eigentlich jetzt zu Ende. Teig sieht gut aus. Zweiten Gang brauchen wir, so wie ich gesagt habe, brauchen wir nicht. Das reicht vollkommen aus. Der Teig zieht sich schön hoch, hat aber eine, ist trotzdem schön weich. Und trotz der TA 200, also, den schalten wir jetzt aus. Ja, und werfen den in unsere Kiste. Ja, der fühlt sich gut an. Wie immer ziehen wir den Teig jetzt ein klein bisschen auf. Immer schön mit nassen Fingern oder Händen. Und schon kriegt er, wie ihr vielleicht sogar in der Kamera sieht, direkt Spannung. So, direkt ein anderer Teig nach dem Aufziehen. Der bleibt jetzt ungefähr eine Stunde stehen. Und dann sehen wir uns wieder und dann arbeiten wir auf. Und der wird dann nochmal wahrscheinlich so nach einer weiteren Stunde entgaren. Geht er dann heute auch noch in den Ofen. Wir könnten den auch in die Kühlung stellen nach der Aufarbeitung. Dann würde ich die Hefe aber reduzieren auf 0,5-0,6%. Aber heute backen wir die durch, daher 1% Hefe im Teig. So, eine gute Stunde Teigruhe ist vorbei. Teig hat sich auch, wie ihr seitlich schon sehen könnt, vielleicht ganz gut entwickelt. So, den legen wir noch mal ein bisschen schön zusammen. Ja. So wird er auch schön fluffig. Dann wiegen wir auch mal. Stücke wiegen wir mal ab für 1,5 Pfund Brot. Dann hätten wir 5 Brote. Das geht auch sehr gut in den Ofen. Der Teig ist jetzt also schön fluffig, weich, aber man merkt, dass er natürlich sehr viel Wasser hat. Und wenn man die Technik so ein bisschen beherrscht mit ein bisschen Mehl, dann kann ich die so ein wenig feucht wirken. Wer das nicht kann, der nimmt gerade so sich ein feuchtes Tuch und lässt sie noch mal kurz drüber rollen, um dann den Dekor aufzubringen. Ja, also bei mir geht das immer so ganz gut, auch ohne dass ich da Wasser extra braucht. Ja, wie gesagt, wer da nicht in so Übung ist, der bitte einfach mittels Sprühflasche oder feuchtem Tuch den Teigling so ein bisschen befeuchten, aber nicht so viel, sonst bekommt er den nicht mehr aus eurer Form raus. Oder wer ganz sicher gehen will, kann sowas natürlich auch im Kasten backen. Das geht auch. Als Dekor habe ich mir hier eine Mischung gemacht aus den Flocken,
den frischen. Und halb Flocken, halb Sesam oder eher sogar ein Drittel Flocken und zwei Drittel Sesam. Das schmeckt sehr gut mit den Röstaromen und ist auch ein Dekor, der auch im Teig ja auch mit enthalten ist. Teig fühlt sich sehr gut an, der gefällt mir. Wer jetzt außen nichts Kerniges möchte, der kann auch ein Dinkel Vollkornmehl nehmen zum Wälzen. Also da seid ihr komplett frei. Oben noch ein klein bisschen Mehl zum Abtrocknen. Ja. Das war's schon. Die schätzungsweise gute halbe Stunde und dann gehen wir in den Ofen. Unsere Endgare ist abgeschlossen. Wir haben die jetzt hier bei Raumgare, ja, so eine knappe Dreiviertelstunde jetzt hier stehen. Die sind eigentlich ja, schön reif. Setzen wir jetzt um, schneiden und schieben dann. Ne? Wir machen dann so einen kleinen Muschelschnitt. Das ist ja auch das Zeichen des Jakobsweges. Ist ja die Muschel. So, und ab hinein in den Ofen. Unsere Brote sind gebacken und ausgekühlt und wir sind jetzt einen Tag weiter und jetzt gucken wir uns heute mal nochmal die Krume an und beurteilen das Ganze, wie es funktioniert hat. Nochmal vielleicht so kurz im Resümee, es ist ein relativ schwerer Teig, der hatte exakt eine TA von 200 und war, ja, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ein kleiner Tacken zu weich. Man sieht es, es hat nicht so ganz stark sich herausgehoben im Backprozess, auch natürlich aufgrund des gehaltvollen Teiges. Ich habe die Rezeptur aber jetzt ein klein bisschen schon angepasst. Wir gehen in der TA 3 Prozentpunkte zurück. Die Rezeptur habt ihr angehängt und dann funktioniert das auch als freigebackenes Brot mit Sicherheit perfekt. Und ihr könnt den gleichen Teig aber auch locker die TA 200 toppen und geht auf 205, also macht ihn eher noch weicher und legt ihn dann aber in Backkästen ein. Das wäre noch eine Alternative. In den Broten haben wir ja Presskuchenmehle mit eingebaut, beziehungsweise auch Kürbiskerne und das dient ja der Anreicherung des Proteins. Und ich habe gestern zu dem Proteinmehl schon ein bisschen was gesagt und dieses Kürbiskernmehl, wenn jemand da Schwierigkeiten hat, wo er sowas kaufen kann, das gibt es mittlerweile im Einzelhandel. Also ich finde, dass bei Edeka, bei Rewe oder egal wie die alle heißen, die Einzelhändler eigentlich fast immer in der Nähe vom Mehl ist das auch platziert. Die meistens bezeichnen Kürbismehl oder Leinsamenmehl. Das sind alles diese Rückstände sozusagen oder die Reste aus der Ölpressung.
Und wenn ihr jetzt Kürbiskernmehl nicht so mögt, vielleicht auch, weil euch die grüne Farbe ein bisschen stört, dann ist die Alternative zum Beispiel hier Leinmehl. Das ist die meistgängigste Variante, die man im Einzelhandel kaufen kann. Das sind praktisch der Presskuchen vom Lein. Und der hat vielleicht sogar den Vorteil, dass da die ganzen Schleimstoffe noch mit drin enthalten sind. Also mit diesem Leinmehl habt ihr noch mal mehr Wasserbindung in der Krume und habt einen ähnlichen Proteinanteil wie im Kürbismehl. Das Kürbismehl ist vielleicht 3-4% höher im Proteingehalt. Das liegt so immer Richtung 48-50 und das Leinmehl ein bisschen tiefer. Ne? Das wären die Unterschiede. Also ihr könnt eigentlich von diesen Proteinmehlen nehmen, was ihr im Handel findet. Und da könnt ihr frei agieren und auch andere Mehle. Es gibt noch Mandelmehl, es gibt Sonnenblumenmehl mittlerweile, oder das nennt sich dann meistens Sonnenblumenprotein. Also diese Sachen findet ihr im Einzelhandel. Für Bäcker im größeren Stil, ihr findet diese Mehle bei den Ölmühlen, bei den mittleren. Oder auch die Deflant-Back-Technik verwendet diese Mehle auch ganz gerne im Lokalbereich. Also dort kann man das auch als reinen Rohstoff, als Monokomponente kaufen. Aber nun zum Brot. Ich habe hier schon mal eine angeschnittene Variante liegen. Und wir schauen uns die Brote an. Wie gesagt, das ist vom Volumen her okay. Wir haben hier jetzt ein Brot mit gut 850 Gramm Einwaage. Ich habe noch ein bisschen Teig drauf verteilt. Also das ist jetzt ein anderthalb von Brot, wenn man so will. Und der Laib ist schön groß und hat schön gebackenen Boden, auch kräftig. Ist natürlich ein bisschen weich, weil wir da natürlich enorm viel Wasser mit eingepackt haben. Und wenn man sowas auf Kruste backen will, dann müssen wir das noch viel länger backen. Würde ich aber bei dem Brot auch nicht anstreben, weil das einen anderen Charakter hat. Das ist ein schönes, weiches Brot, was auch wiederum eine enorme Frischhaltung hat. Und wenn ihr hier mal in die Krume, ich hoffe, ihr seht das in der Kamera schön, es hat eine schöne, unruhige Porung, sage ich mal, hat eine schöne, feuchte Krume, eine tolle Kruste am Boden, hier etwas weniger. Und vom Geruch her, ja, da kommen viele Aromen, es ist sehr mild, hat also zumindest mal vom Geruch her so gut kaum Säure und hat eine schöne runde Note. Und ich schneide mal eine Schnitte runter oder auch zwei. Ja, wenn ihr dann euch nochmal die Krume hier anseht, das sieht wirklich toll aus. Das ist total fluffig, schön feucht. Also wenn ihr da ein bisschen was drauf liegt, noch mit, das reicht Butter oder Käse, da passt eigentlich alles dazu. Es ist ein neutrales Brot und das ist so richtig schöne Stulle, die man zum Wandern auch mitnehmen könnte. Also das passt schon gut zum Thema, das Brot. Also ich finde, ist sehr schön. Und jetzt probieren wir das Ganze auch mal noch. Ja, toller Kaugenuss. Ein bisschen was Kerniges, ein bisschen was Weiches. Sehr mild. Magnus will auch mal probieren. Ja. Außen die Flocken stören auch nicht, weil die haben wir ja auch in der Krume mit drin. Ja, macht Spaß. Kann man auch ohne Belag essen. Also ein sehr gutes Brot. Wie gesagt, Optik bin ich nicht 100% einverstanden. Passiert manchmal. Aber ich will euch das auch nicht vorenthalten. Und wie gesagt, hier 3% weniger Wasser. Und ihr habt ein bisschen besser rausgehobenes Brot. Oder noch mehr Wasser. Und ihr geht dann in Backformen rein. Könnt ihr natürlich genauso machen. Also hier ist eurer Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt, aber die Basis dieses Brotes ist hervorragend. Ich kann es euch empfehlen, das ist auch ein sehr gutes Brot. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Rezeptur wird oder ist verlinkt mit dem Video. Die findet ihr dann auch im Anhang. Und nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zu unserem nächsten Thema. Tschüss.